Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound. So, wie ist das jetzt mal stehen geblieben, als dieses komische Schwanen-Enten-Frauen-Ding-Bass-Bass getötet hat? Okay. Und wir müssen jetzt zu diesem komischen Stein. Und mal gucken, wo das sein soll. Aber wir sollten ja zu dem Manne da oben mal wieder hin. Oh, ein Gegner, ein streunender Hund. Ist ein Hund, oder? Runaway Dog Bash. Okay, 13 Schaden. Okay, der bellt mich an. Biting, 6 Schaden. Smash, 31 HP, okay. Hoho, you won. 4 XP, okay. Ist doch schon mal nicht das Schlechteste. Muss man ja mal sagen. Auch diese schöne Musik. Und mehr streunende Hunde. Hoho. Und das ist jetzt, ich kann das schon mal sagen, die dritte Folge, die ich sozusagen miteinander aufnehme. Die ersten beiden Teile waren auch gerade vorher aufgenommen worden. Und deswegen bitte hier drunter schreiben, was ich im zweiten Teil sozusagen schon gesagt habe. Oder nochmals schreiben, wenn ihr wollt. Ich werde mir natürlich bei allen angucken, was ihr so geschrieben habt. Cool. Hallo. I'm doing this because I trust you. First, let's go to the basement. Oh, I can tell by the look on your face you don't want to hang out, do you? That's alright. After all, we are not even related. I know you think I'm a big liar, but maybe I surprise you. Ja, wir gehen mal mit. Cool. Was hast du vor? Was hast du vor? So, Starbally, I found proof of a great treasure. A huge haul. Yeah, haha, I'll show you, but you're the only one. Come on. Ich trau ihm irgendwie nicht. Wow. If this is a sign of what lies below, I just need a little time. My destiny is to find and dig up the buried treasures. I'll eat garlic and work out to help strengthen myself. Go home now. You're getting in the way of my work. You may start to get greedy thoughts. Bye. Okay, jetzt irgendeine Statue da unten. Vielleicht sollten wir uns diese Statue einfach mal im Hinterkopf behalten. Wir haben ja auch noch sozusagen den Vorteil, wir können uns noch die alten Folgen immer wieder angucken, sodass ich weiß, da war diese komische Statue. Oh, I'm seeing what's on. Check. No problem. Yeah, who are talking to you? Okay, der brennende Meteorit ist immer noch da. Und Schlangen, oh mein Gott. Oh, die Musik ist so. Oh nein, wir wurden sozusagen getrapped. Aber wir machen 14 Schaden gegen die. Oh, 2 Angriffe und die sind tot. You won, you gained 1 XP, wow. Ich mag Schlangen nicht, die geben so wenig Erfahrungspunkte. Ja, und das passiert, wenn man von hinten angegriffen wird. Dann fangen die an und wir dürfen erst als zweites angreifen. Ach, wir sind schon wieder getrappt worden. Coin sozusagen, also die fringen sich um einen herum und da kann man sich nicht bewegen. Das wird ganz schön nervig. Okay, so. Und auch die haben wir besiegt. Ein Erfahrungspunkt. Und wir gehen mal, würde ich behaupten, nach Hause und essen erstmal ein Stück Pizza von Mutter gebacken und
rufen unseren Vater an, der mal unser Spiel speichern soll. Denn ich habe noch nicht gespeichert. Nein. What the fuck? Von wo kam der jetzt bitte schon aus dem Himmel? Pictures taken intentionally. I'm a photograph genius. If I do say so myself. Okay, get ready for an instant memory. Look at the camera. Ready? Say fuzzy pickles. Wow, what a great photograph. It will always bring back the fondest of memories. Ich muss das jetzt nicht verstehen, ne? Oh Gott. Talk. You're back! Don't bother yourself with talking now. You look too tired. Mothers understand these things. Eat some pizza and scoot up to bed. Yay! Tagsüber. Okay, egal. Ausgeschlafen, gut ernährt von Mutter. Es kann weitergehen. Schwester Shane, red mit mir. Hallo, alles pink. I'll do everything I can to help you. Good luck on your adventure. You might get hungry along the way. So here's a cookie. Oh, wie süß. You can also leave anything you don't need with me. Do you want me to hang on to something? No. But be careful. Oh, sie süß. Oh. Ich will so eine kleine süße Schwester in echt haben. Ich mag diesen Tisch. Okay, ich rede mit der Cake. I don't want gold anymore. I don't care if everyone thinks I'm a stubborn mutt. Okay. Talk to Star, pick up the receiver. Dad. Star? Let's see that. Nah. Echt? I deposit 53 wow, into your bank account. Taking away what you have spent, you should now have cool 83 in the bank. So, well, XP to get to the next level, star 8. Anyway, what do you need from me? Record. All done. Your dear old dad was also thinking about hitting the hay for the night. I have created a record of your adventures to this point. Good night, sleep good night, sleep tight. Good night, continue. Star, you would like to work hard just like your mother. But I don't think it's good to work too hard. Okay, Dad. Weiter geht's. Nein. Unser Vater hat natürlich recht. Zu viel Arbeit ist nie gut. Was steht hier? Who are you talking? Also, ich muss checken. South to the suburbs of Onet. Okay. Dum-dum-dum, Schlangen. Und sie nerven tierisch. Biden Attack. Ah, zum Glück in Anführungszeichen. Wow. Crit. Bash. Okay, 7. Zum Glück hat die uns gerade angegriffen und nicht uns andauernd nur Kiste und Hund. Boom! You catch the runaway dog. Dum-dum-dum. Ah, weicht aus. Au, 6 Schaden. 14 für ihn, 6 für mich. Au. Ah, geht doch. Die geben mir wenigstens noch 4 Erfahrungen. 4 oder 5. 4. Brauchen wir noch einen streunenden und einen weggelaufenen Hund und dann haben wir komplett alles. Mal gucken, check. So, Net Public Library. Use the Library? Ist das wirklich so geschrieben? Ich weiß gerade gar nicht. Use the library more. Wer bist du? A library is a nice place to learn stuff. I got a lot of info about Earthbound. Ja, wirklich? Wow. You can borrow maps for nothing. Danke, junges Mädchen, das ich nicht kenne, dass du mir sagst. Ach, dieses Gesicht. Nest mit gar keiner Emotion. Wäre so cool. Dieses Lächeln, oh Gott. Hi! Kids can borrow only maps at this library.
Do you want to buy one? Yes. Here's a map. Our net isn't the only thing on the map. All the info is there, except for the info that isn't there. Pressing the X button allows you to view the map at any time. How convenient. You know, the X button located near the top. Stuck on the top map. Oh, God. Ooh, cool. Okay, wir sind da, sieht man ja. Was gibt's denn hier so Schönes? Zwei Foodladen, einmal mit Brot, wie ich unten sehen kann, ich meine Brot, einmal mit einem Hamburger, dann gibt's da einen Shop, ein Krankenhaus, ein Hotel und Two Twasen. Was auch immer das ist. Gucken. At Giant Step, ah genau, da muss man. There's a monster guarding that spot from the outside world. No one knows when the monster made Giant Step its territory. I wonder if he's stronger than my wife. Der ewigste Kampf aller Zeiten. Seine Frau gegen dieses Monster. Whoa, wer gewinnt? Wow, bist du gerade seitwärts gelaufen? I'm cramming for the big test tomorrow. It's about games. Hotel rule. If you stay at a hotel, you wake up with full HP and PP. Life recovery rule. Recovering your life will give you full HP, but zero PP. I bet the stuff will be on the test. Okay. Ich muss das jetzt nicht verstehen, aber na, gut zu wissen. Wow. Das war sehr nützlich, dankeschön. Gott, die Leute haben einen komischen Bewegungsmuster. Boah, du läufst rückwärts, cool. Recently I sensed the presence of UFOs flying around. Or am I just dreaming? Ich liebe dieses Bild, guckt euch das an. Emotionsloses Mädchen, dieses fette Grinsen auf dem Gesicht, emotionsloser Junge. Einfach toll. Ich liebe es. Ich liebe das Spiel. Also, hier ist auch ein anderer. I recently read a book titled Our Convention Society. It said that our modern society demands that there always be an ATM in hotels and drugstores. Drugs. Just knowing that is convenient. I'm glad I read the book. I can't believe I didn't know the stuff. I'll check with whether or not we have an ATM in our drugstore. Okay. Ich muss jetzt so sprechen, tut mir leid. I read the book called Our Society Inconvenient. It says that this day there always be telephones in hotels and drugstores. I also learned that to use a green payphone costs $1, while the black phones are free. If you weren't aware of this, all your money could get eaten up by your phone calls. I'm glad I read that book. Yay! Ich hab dich verstanden. Okay. Wer bist du mit der Maske? Hallo, wer sind Sie? A man of few words. It's useless talking to him now. Big unterstrichen now. Gehen wir mal rein. Wer sind Sie? Du hast rote Haare. I can't believe I saw it with my own eyes. I was staring out the window and there it was, just floating there. I'd only seen it in the encyclopedia before. What was it? A magic butterfly. If you get close to a magic butterfly, all you can is fly away. Just like a fluttering butterfly. Yep, yep. That's the effect of the legendary magic butterfly. I love talking about it. Oops. Sorry about the outburst. I got carried away with all the talk about lovely butterflies. Ich liebe diesen Typen. I'm researching Giant Step. It's located north and west of Onet. I heard it possesses a special power. Special power. Okay. Oh no, I'm in here. Don't try to come in. Except if you don't need to use the bathroom. The
talk to me. I'm thinking. Plop. Okay, mit diesem nicht erfolgreichen Toilettengang, Leute, verabschiede ich mich erstmal. Ich freue mich schon das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Earthbound. Schalt auch dann wieder ein. Tschüss und haut rein.